Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Wir haben das Paket vom lieben Eike, wir haben ein Billigmesser aus China und wir haben zwei Softboxen. Und was sich in dieser Sendung hier befindet, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, aufgemacht den Rotz. Oh, lass er mal weg. Ich habe schon mal aufgeschnitten, das habe ich einfach weggeschnitten dann sozusagen, weil, oder werde ich wegschneiden, sage ich mal, weil das müsst ihr ja, ihr müsst mir jetzt nicht unbedingt beim Schneiden zuschauen. Ne? Also wir haben jetzt zwei richtig geile Ordner, ja. Zwei richtig geile Ordner und die machen wir auch beide auf, Leute, ja. Da gibt es gar keine Diskussion. Wenn euch das Video zu lange ist, abschalten, weil das ist eine Sammlung, da freue ich mich richtig, richtig hart drauf. Es ist so, es steht in der Videobeschreibung 2.000 €, das ist, habe ich nur predicted, es ist noch kein Preis sicher, ich habe noch keinen ausgemacht, ich werde mir die Zustände off-cam natürlich anschauen, bei einigen wertvollen Karten werde ich sie auch hier schon rausholen, werde allerdings jetzt nichts aus der Hülle ziehen, zumindest nur die wenigsten, weil das ist halt alles ziemlich zeitaufwendig und wenn wir uns beide Ordner anschauen wollen, ja, dann müssen wir da gucken, dass wir auch halbwegs zügig durchkommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Ordner auf jeden Fall an, den legen wir mal zur Seite. So. Und wir starten mit, ja, nichts Besonderem. Wir haben hier unten Relinquish. Die ist, glaube ich, vom Hörensagen her ein bisschen gestiegen. Die soll jetzt um 10er gehen, die ging mal 1 €. Ich weiß gar nicht, von wem habe ich das denn? War das Influencer? Keine Ahnung, irgend so ein YouTuber auf jeden Fall, habe ich das gehört. Habe das jetzt aber nicht überprüft. Ja, wir machen hier mal ganz zügig weiter. Hier auch ein bisschen Random-Kram. Wir haben hier ein dunkles Magermädchen, sehe ich gerade, aus dem Duelist-Pack. Allerdings der Reprint. Ja, hier zwei Berserker-Drachen, ziemlich schön. Und oben natürlich noch der Horus Level 8 in Secret. Auch Teva mal wieder zu sehen, ist wirklich ein Genuss, weil Teva sieht man auch relativ selten in Sammlungen. Ja, Jinzo Lord natürlich, klar. Ein bisschen Movie-Pack-Kram, ein bisschen Starter-Deck-Kram. Ja. Übrigens, wenn man einen Binder macht, ne? Felgrand-Drache ist eine schöne Karte, aber sie ist unglaublich schwer auf eine Art und Weise zu verbauen, die dem Gesamtbild auf jeden Fall gut tut. Also, wenn ich Ordner gemacht habe, ich habe mir immer schwer getan, den Felgrand-Drachen richtig zu verbauen. Dann geht's weiter. Kümmern wir uns erstmal um die linke Seite. Hier ist ein bisschen cooler Stuff drin. Hier Feenkönig Vartal, Kasajin natürlich, klar. 1000 Dragon, Drachenmeister Gaia, die sind jetzt nicht First, deswegen lasse ich sie jetzt mal einfach drin. Hier sind auch tatsächlich ein paar First-Karten drin. Das meiste ist natürlich unlimitiert in dem Fall. Aber es sind auch einige wertvolle First-Sachen drin. Wir haben dann hier oben noch einen Guardian Seal aus Dark Crisis, die liebe ich ja ohnehin. Menschenfresserkäfer hier First, der Cyberdrache, der ist allerdings schon ein bisschen angefressen. Und natürlich Elemental Aquanius, dann auch ein Ultimate Rare. Ja, ist schon mal ein sehr schöner Start, sag ich mal. Ja? Kann man lassen. Machen wir weiter. Schauen wir mal. Haben wir oben einen Barrel Dragon in Secret Rare. Richtig cool. Tribe Infecting Virus aus Magician's Force. Die gehen ja auch einiges, weil die ja spielbar sind. Oben noch einen alten Black Luster Soldier aus GLD4. Auch richtig cool. Die Angreifer aus, oh Gott, wo war der her? DBT, glaube ich. Das war so ein Promo-Set mit Emis Dämon Endlichen oder wie er hieß. Genau, hier oben noch ein First Heiliger Phoenix von Neftis aus Elemental Energy, sondern Flaming Eternity. Ja, auf jeden Fall geht auch alles ein bisschen was, ne? Dann geht's weiter, hier haben wir richtig coole Sachen, ein paar Möbius, ein paar Cyber-Barriere-Drachen oder einen beziehungsweise ein paar Abgrundsoldaten. Die will ich mal kurz gucken, Kuribo im alternativen Artwork aus dem Spiel. Ein Prismatic Secret, ne? Sieht vom Zustand auf jeden Fall extrem gut aus und ist auch in dieser schwarzen Hülle. Ich hoffe, dass hier einige Karten in dieser schwarzen Hülle sind, weil da muss ich nämlich weniger umsleeven, denn das sind tatsächlich diese Hüllen, die ich auch dann in den Toploader haue. Dann habe ich das gleich quasi, ja, fertig. Ein Parsaf der Luftritter, ein Ultra, zwei ein Super, auch sehr schön. Das hier freut mich ziemlich sehr, würde ich mal sagen. Hier Exile Force aus LOD, aus dem Originalset, auch sehr, sehr schön. Richtig nice. City Warrior Lady, auch cool. Nochmal Exile Force aus der Hobby League. Vampire Lord, so ein bisschen Kleinkram, der halt einfach geil ist. Ja. Hier wird es jetzt teurer. Wir haben hier Raigekis. Raigekis möchte ich mir mal kurz anschauen, ein bisschen. Den hier sehe ich, der ist schon direkt played. Ja, der hat hier einen Knick. Ne? Das gibt dann natürlich ein bisschen weniger Geld, muss man einfach so sagen. Auch wenn sie hinten kaputt sind, das gucke ich allerdings erst nach dem Video. Es ist halt einfach so, die sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Ja.
Also wenn sie hinten kaputt sind, ist es natürlich so, für die offizielle Sammlung sind sie dann natürlich nichts, vielleicht privat, aber so oder so gehen sie dann halt einfach weniger. Ja, ich bin jetzt niemand, der sagt, ja, sie sind vorne Niemand, deswegen nehme ich sie als Niemand. Also wenn sie Niemand sein sollen oder als Niemand verkauft werden sollen, dann sollten sie auch komplett Niemand sein. Ja, hier nochmal eine, die recht gut aussieht. Ja, die kann man lassen. Richtig nice. Dann geht es hier drüben weiter mit Raigeki. Raigeki wusste ich zum Beispiel, er hat mir ja vorher auch Fotos gesendet. Ich habe es mir auch alle angeguckt, also theoretisch müsste ich schon jede Karte hier kennen, aber es war einfach so viel, dass ich die Hälfte wieder vergessen habe. Ich kenne halt das ein oder andere Exemplar, sage ich mal, das bei mir im Kopf geblieben ist, einfach was besonders wertvoll ist. Zum Beispiel die Raigeki ist in mir im Kopf geblieben. Das waren auch nicht mal alles, insgesamt 9 Stück hier drin. Richtig geil. Zweimal die Warrior Lady, auf jeden Fall auch mega. Destiny Board ist auch cool, der Rest ist jetzt wieder eher so Kleinkram. Hier die Wellenbewegungsdiffusion kam ja ursprünglich in Magician's Force, in Secret raus. Hier haben wir hier ein Ultra aus dem RDS Promo Pack. Jetzt haben wir hier noch die anderen Raigekis, ja, die will ich mir wie gesagt auch mal kurz anschauen. Nur mal schnell drüber fliegen, ja, die ist jetzt auch nicht ganz Niemand. Je nachdem wie der, also ich gehe jetzt einfach mal von dem aus, was ich vorne sehe. Da müssten die meisten hier tatsächlich Niemand bis Excellent sein. Hinten muss ich halt, wie gesagt, gucken, ja, weil nicht, dass mich dann da irgendeine böse Überraschung erwartet, wenn ihr versteht. Aber das ist auch hier gut vielleicht noch. Ja, das ist eine Lightly Plate schon. Der hat hier die Ecken ein bisschen abgefressen. Schauen wir die uns noch kurz an. Boah. Auch die hier ist schon ein bisschen mitgenommen an den Kanten, aber ansonsten noch ein Top-Zustand. Und selbst diese Plate-Variante, die eine, die wir auf der anderen Seite gesehen haben, selbst die ist noch selten in dem Zustand zu finden. Also wenn ihr diese Karten nicht explizit auf Market kauft, in dem Zustand, in dem ihr sie wollt, sondern euch auf Sammlungen verlasst und ihr seht, diese Karte ist in der Sammlung, zu 90% ist die Karte komplett abgefressen. Ja, das ist einfach so. Hier Überläufer, sehr schön, 3 Stück an der Zahl. Die sind natürlich auch noch den einen oder anderen Euro wert. Und der Rest ist jetzt halt eher wieder so ein bisschen Kleinkram. Sangan aus der Hobby League, auch mega nice. Hier haben wir... What the fuck? Okay, das kannte ich nicht. Das ist ein Misprint, ne? Ja, das ist ein Misprint. Ich weiß gar nicht, was der geht. Ich glaube, die gibt es auch in Secret Rare, da ist er noch wertvoller. Die hier geht, glaube ich, nicht so viel. Ich sehe, hier sind mehrere Misprints. Rasender Gorilla mit versetzter Schrift, die Spielmarke mit versetzter Schrift. Hier haben wir die 7 Werkzeuge des Banditen. Also hier sind wohl ein paar Misprints dran. Was sie mit der macht, weiß ich noch nicht. Ich sammle ja keine Misprints. Dementsprechend wird die wohl nichts für die Sammlung sein. Werde ich wohl weiterverkaufen oder so. Mal schauen. Okay, hier vergessen wir das. Kann ich nicht mehr sehen. Die Sphinxen, sie sind nicht hässlich. Sie sind hübsch, aber ich sehe sie. Nee, vergessen wir es einfach. Götterkarten, aus welchen Sets? Alles LC1, okay, immerhin besser als Yugi Legendary Decks, ein bisschen wertiger auf jeden Fall. Dann natürlich noch die spielbaren Versionen aus den anderen Legendary Decks. Yatas will ich mal schnell anschauen, wie die von der Condition her sind. Meine neuen Yatas habe ich ja schon komplett, das heißt, die hier werden wohl in die House of Cards Premium Booster wandern. Beziehungsweise einer ist ja an den Leon vertauscht. Genau, die sind auch hier vom Zustand relativ gut. Muss man schon sagen. Ich weiß nicht, in Yatas ersaufe ich zurzeit, ne? Also andere so die ganze... Ich habe letztens habe ich was gepostet in meiner Yu-Gi-Oh!-Gruppe und hat einer geschrieben, ja, ich wolle ja nur angeben, ja, weil ich habe mich halt so vorgestellt und habe halt so ein, gesagt, wer ich... Oder was ich... Ich habe jetzt nicht meinen Kanal genannt, aber ich habe gesagt, ja, ich bin Sammler und so und habe halt ein Bild gepostet und da waren, glaube ich, meine neuen Yatas drauf zu sehen und das sei ja unnötig und dann hat sich herausgestellt, dass er neidisch auf meine Yatas ist, ne? Also das ist halt schon krass. Manche Leute, die kriegen in ihrem ganzen Sammlerleben nicht ein Yata ran und ich kann darin baden gehen mittlerweile. Das ist nicht mehr normal. Hier haben wir nochmal ein paar Sky Dragons. Hier, richtig schön. Breaker, the Magical Warrior aus Magician's Force und die Reflect Bounder. Reflect Bounder auch witzig, da ich die lange Zeit nicht auf dem Schirm hatte, hatte ich lange Zeit gar keinen von denen. Ja, ich hatte, glaube ich, nur einen in Super Rare Dark Revelation 2. Und auf einmal kriege ich lauter Reflect Bounder. Ja, in Ultra Rares habe ich, glaube ich, 7 oder 8 Stück schon. Fehlt nur noch einer. Auch richtig krass. Hier Blade Knight geht auch um 1-2 Euro. Auf jeden Fall richtig nice. Das hier. Der Misprint wäre doch wieder geil gewesen. Oder ist das nicht sogar der Misprint? Nee, ist er nicht. Aber da gibt es ja diesen Misprint, den habe ich ja auch einmal. Der geht, glaube ich, auch über 30 Euro. Aus der Tinbox mit einem Super Rare Bild und Secret Rare Schrift. Ist auch nice. Was haben wir hier? Verbrecher-Duo, Ultra Rare. Witzigerweise geht die Super mehr als die Ultra. Zumindest ging sie mehr als die Ultra. Ein paar Heavy Storms aus der Hobby League. Feuerflügel Pegasus. Freut mich auch mal, die wieder zu sehen. Ja. Dark Flare Knight First, den will ich mir kurz anschauen. So die First-Sachen, die alten, die möchte ich mir ab und zu hier in dem Video mal ein bisschen durchgucken. Auch hier sehr, sehr gute Qualität. Und ich meine, ich bin mir zwar nicht sicher,
Aber ich glaube, die Kameraqualität ist jetzt durch diese Softboxen tatsächlich echt gut geworden. Ne? Also man sieht jetzt, wie kaputt meine Finger sind. Ne? Es sind halt einfach Arbeiterfinger, aber ist halt so. Rui Senshi LOD First. Auch sieht echt geil aus. Rio Senshi ist auch so eine Karte, die man einfach ziemlich selten in Sammlungen sieht. Ne? Wirklich, also bis ich da meine Exemplare von dem voll hatte, und ich meine, ich habe ja noch nicht alle neuen voll, aber ich habe schon einige von denen jetzt, hat echt lange gebraucht. Wirklich hat lange gebraucht, weil ich habe die mir nie einzeln zusammengekauft. Ich habe alle, die ich habe, aus Sammlungen. Axe of Despair auch noch nice. Hier nochmal Heavy Storm in Ultra. Die beiden sind auch noch cool. Der letzte Krieger eines anderen Planeten und der elemental glänzende Flügelmann First aus Elemental Energy. Und natürlich der mystische Raumtyphoon aus der Hobby League. Sehr cool. Der Rest ist wieder so ein bisschen random, aber auch cool. Ja, Exhortmeister der Wache fand ich auch schon immer nice. Jetzt, was haben wir hier? Aha. Erwischt. Erwischt. Wir haben den Winged Dragon of Ra Immortal Phoenix First aus dem Millennium Pack. Sehr cool. Ist noch nicht so alt, ne? Ein paar Jährchen erst. Dann, okay, hier haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr zum Durchschauen. Hier jetzt nicht, aber hier. Als nächstes haben wir hier den Lava Golem. Und zwar als Erstauflage aus PGD. Richtig nice. Richtig nice. Der sieht echt geil aus. First nicht einfach herzukriegen, PGD. Faronic Guardian kam nie bei uns raus. Den hier, ja, der ist, wird unabhängig von meiner deutschen Secret Rare Anzahl an Karten, die ich von dem habe, da bleiben, weil der ist Prismatic Secret. Und ihr wisst, das unterscheide ich. Und wohlgemerkt, aus dem ist der 306-056. Das ist wieder eines dieser Originalsets von damals, das dann in Kombination mit einem anderen Originalset, das damals OCG exklusiv war, bei uns als, keine Ahnung, in dem Fall wahrscheinlich Invasion of Chaos rauskam. Dann haben wir hier einen Torwächter. Torwächter, immer cool. Ja. Mega nice. Auch vom Zustand her wieder. Ja. Lässt sich gar nicht meckern. Was ich richtig geil finde, ist die hier. Der Crush Card Virus in Ultimate Rare aus dem Duelist Pack. Und ich suche ja speziell die Ultis aus dem Reprint Duelist Pack. Eben wegen dem geprinteten Rand. Ich will auch vom Chaos Imperator Drachen mindestens 3 Stück noch haben in Ulti aus dem Set. Weil ich habe ja schon 7 Stück in Ultimate Rare, aber halt aus dem Original Set. Klar, der ist natürlich weitaus mehr wert, aber er hat einfach nicht diesen geprinteten Rand. Und der sieht halt einfach mega aus. Das ist übrigens auch witzig, als ich wieder mit Yu-Gi-Oh! Angefangen habe damals, 2014, war der Rand ja für mich neu und ich fand ihn richtig scheiße. Mittlerweile finde ich den sogar noch besser als ohne Rand. Ja. Und natürlich ein Jinzo aus PSV. Einfach cremig. Ja, muss man einfach so sagen. Geile Scheiße. Und die Zustände sehen halt wirklich alle richtig top aus. Ja, dann haben wir hier noch 2-mal aus Invasion of Chaos Special Edition. Den Ring of Destruction, hier noch Kraft der Magie ist vielleicht noch ganz cool. Und der Rest ist jetzt eher so ein bisschen random. Und hier das Dark Magician Girl ist auch noch Prismatic Secret, aber das holen wir jetzt nicht raus. Dann, okay, richtig cool Exodia hier aus dem Yugi Legendary Decks und auch auslöschen ein bisschen. Feierliche Urteile, 2 Stück in. Oh, was sehe ich denn hier? Was sehe ich denn hier? Nochmal 2 Jinzos. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Waren die überhaupt auf den Bildern zu sehen? 2 Jinzos in Secret? Also nochmal 2 wohlgemerkt, was einer dabei war, wusste ich glaube ich, aber 3. Und die sehen alle noch top aus, ja, vom Zustand her. Ey, das ist ja richtig krank. Da schlägt das Oldschool-Herz doch höher, oder, Freunde? Und auch feierliches Urteil dürfte auch noch einiges, auch wenn sie unlimitiert sind, müsste es auch noch ein bisschen was wert sein. Die lassen wir jetzt aber mal drin. Aber richtig nice. Richtig, richtig nice. Es geht weiter. Okay, Leute, ich kann wirklich hier nicht mehr alles rausholen, weil sonst jetzt müsste ich hier ja fast die kompletten Seiten rausholen. Wir haben hier oben Ritter des Königs Ultimate Rare. Ja, richtig geil. Hier 3-mal Spiegelkraft Ultra Rare aus Metal Raiders. Ja, 2-mal herbeigerufener Totenkopf. Nochmal feierliches Urteil. 2-mal reißender Attribut. Komplette Exodia aus LOB. Sieht auch niemand aus. Ich hole jetzt tatsächlich hier mal nur den Kopf raus. Ne? Ey, Leute, schaut euch das mal an. Wie krank das ist. Ja, also wirklich, die Condition ist nice. Die ist richtig nice. Auch die reißenden Tribute, ja. Wow. Was holen wir noch raus? Komm, Leute, einen holen wir noch raus, oder? Holen wir uns den Ritter des Königs raus. Der sieht nämlich aus wie eine Altin First. Ich sehe das hier durch die Kamera ganz schlecht. Ja, ist eine Ulti. Richtig geil. Ultimate Rare First aus Elemental Energy. Leute, das ist doch krass, oder? Nice. Richtig nice.
Dann, holy shit, hier geht's weiter. Wir haben zweimal Trihorn Dragon. Habe ich schon auf den Bildern gesehen, dass die nicht nehmend sind. Brauchen wir uns nicht anschauen. Nochmal reißender Tribut aus LON. Zweimal Balter, einmal sogar First. Und hier oben haben wir ein dunkles Magiermädchen. Aus Magician's Force. Und ich sehe, die hat hier einen leichten Knick. Aber ansonsten ist sie in einem guten Zustand. Die wird hundertprozentig in meine Privatsammlung kommen. Aber in First wäre die ungefähr 400 Euro wert. In unlimitiert nehmen, glaube ich, 80 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn der frühere Stand noch stimmt, sie kann auch schon gestiegen sein, keine Ahnung. Allerdings mit dem Knick hier an der Seite wird sich der Preis doch hart reduzieren. Dennoch sehr schön und in einem relativ guten Zustand. Dann würde ich mal noch den Schlangennachtdrachen anschauen. Auch der sieht gut aus. Ja, der sieht richtig. Er ist ein bisschen off-center, aber ansonsten richtig geil. Ja, und off-center tut ja nichts zur Sache, was den Zustand angeht. Hier oben haben wir nochmal einen Lava Golem in First. Hier im Magician's Force Luster Dragon. Richtig, von dem habe ich auch noch gar nicht so viel. Ich glaube erst 4 oder 5 oder so. Ja, richtig geil. Richtig nice. Dann Summoned Skull Super Rare aus der Legendary Collection. Dann haben wir hier Cummins irgendwie aus Millennium Pack. Auch cool hier, dann Ruf der Gejagten in Ultras PSV. Dreimal Secret Rare Mystical Space Typhoon. Elementar halt Flame Wingman. Oh komm, den holen wir auch mal raus. Der sieht auch noch gut aus, aus The Lost Millennium. Richtig geil. Und dann eine Karte, die man hier in Sammlungen kaum sieht, ist der Chaos Command Magician aus Magician's Force. Den haben wir hier oben. Ich habe alle diese Karten, ich schaue mal nach dem Zustand, weil der interessiert mich jetzt, erst wenn ich First ist auch nicht viel wert, aber es interessiert mich jetzt einfach. Man muss sich das mal vorstellen, ja, Chaos Command Magician ist eine Karte, die hatte ich noch nie so auf dem Schirm, dass ich gesagt hätte, ich würde sie mir jetzt halt einzeln kaufen. Das kommt natürlich alles noch, aber die war halt nie so wichtig, sage ich mal. Und deswegen habe ich alle Exemplare, die ich von der habe, es sind glaube ich in Ultra Rare 4 oder 5, in Super Rare ein paar mehr, habe ich alle aus Sammlungen, ja. Und ihr wisst, ich habe schon viele Sammlungen gekauft und es sind locker 40, 50 Sammlungen schon gewesen. Also wenn man die mitrechnet, wo vor meinem Kanal-Reset auch schon aufgemacht wurden. Und es waren nur 4 oder 5 Mal welche drin, also in der Sammlung, das ist schon krass, ja. Okay, wow, hier wird's wieder heftig. Hier wird's wieder heftig, hier müssen wir wieder schauen. Aufgemerkt, was gucken wir uns an? Torwächter First aus Metal Raiders, ja. Nachdem wir auch schon 2 Stück in First beim lieben Michael hatten, haben wir jetzt nochmal einen First. Richtig geil, ne? Hier sind ein paar Parallelen zu der 7500 Euro Sammlung, nur dass die halt jetzt nicht von der Menge her, waren halt immer relativ viele Kopien bei Michael mit drin. Der hier ist jetzt unlimitiert, aber auch richtig geil vom Zustand her und was ich halt richtig nice finde. Aus Dark Crisis Vampire Lord in Secret. Und die gab es ja dann auch auf Deutsch und da war sie halt einfach richtig, richtig selten. Ja? Also die deutsche Version von Vampire Lord in Secret ist saumäßig selten. Ist glaube ich sogar noch ein bisschen teurer als die englische in First. Dann 2 SDK Blue Eyes Ultra Rare, richtig, richtig schön. Auch vom Zustand her sehen die ganz gut aus. Ultimate Rare Dunkler Magier sehe ich natürlich, dass der jetzt noch nicht so top ist. Und was ich richtig geil finde, ist der plündernde Hauptmann aus dem Originalset LOD hier in Ultra Rare. Mein Vater denkt, er müsste jetzt saugen. Das finde ich richtig geil. Ich hoffe mal, dass man es nicht hört. Dann haben wir hier einen weiteren Ruf der Gejagten. Baba. Ah, Ring of Destruction Secret Rare. Der ist vielleicht noch wichtig zu zeigen. Der ist cool. Der ist richtig cool. Habe ich auch schon einige damals von Michael bekommen. Der ist auch einiges wert. Und hier ganz besonders toll. Ja. Das ist der dunkle Magier aus dem Starter Deck Yugi. Was ist denn mit dem Starter Deck Yugi? Dark Magician. Ja, Leute, spart's euch. Der ist First und First ging die Karte zumindest letztens noch. Ich betone, das ist kein aktueller Wert. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ich wusste ja teilweise nicht mehr, was hier drin ist. Ging der 26 Euro. Ja, in dem mit. Dementsprechend, huh. Und da unten haben wir noch einen aus dem Banzai und Blue Eyes und hier einen aus PCK und Prismatic Secret, also richtig geil. Dann der Rest ist wieder so ein bisschen random aus LC01 und den Starter Decks und dem Movie Pack und so weiter. Blitzeinschlag natürlich cool. Oh, hier wird's teuer. Hier wird's teuer, Leute. Also erstmal kurz hier oben haben wir noch aus dem Duelist per Kaiba die Dragon Cannon. Oder? Doch, ja. Ich glaube aber sogar, dass der ein Reprint ist, weil das Bild ist größer. Und der Chimera-Teich-Überdrache aus dem Originalset. Und hier haben wir Tournament-Pack-Karten, sehe ich. An die kann ich mich auch noch erinnern. Wir haben ja Dunamis, die finstere Hexe in Super Rares und Tournament-Pack 8. Die sind natürlich alle niemand. Klar, solche Karten lässt niemand verkommen. dann haben wir den Needleworm aus
den Tournament Pack 5. Ich habe ihn auch schon 9-mal in Ultra Rare. Da geht er jetzt mittlerweile über 200 Euro. Auch der ist ganz schön gestiegen. Der ging damals 15, jetzt geht er, glaube ich, weit mehr. Von den Super Rares habe ich aber tatsächlich noch nicht 9 Stück. Und das hier ist natürlich der Oberhammer. Also zum einen hier unten der Schieferkrieger, den lassen wir einfach mal drin. Der ist auch aus dem Tournament Pack. Aber die sind der Oberhammer. Ich habe ja ziemlich viele in Super Rare von denen. Aber in Ultra Rare hatte ich bisher meines Wissens nach nur einen, wenn ich nicht irgendwo im Dachboden schon was eingelagert habe, von dem ich nichts mehr weiß. Und hier haben wir jetzt 2 Stück. Und ich wusste nicht, ich habe 2 Bilder von denen gesehen, aber ich wusste nicht, waren das jetzt wirklich 2? Oder war das einfach nur, waren das nur 2 Fotos von einem? Und es waren tatsächlich 2 Stück. Ich glaube, die gingen Huni das Stück oder so. Zumindest damals noch. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Die Tournament Pack Karten sind ja teilweise richtig krank gestiegen in letzter Zeit. Und dann haben wir noch die letzte Seite, da haben wir, was sehe ich, was holen wir? Oh Gott, hier ist schon wieder so viel, die dunklen Paladine. Ich sehe, die beiden hier sind Reprints, das hier ist eine Originale, oder? Ja, das ist eine Originale. Die sieht, okay, die ist auf jeden Fall gut, nur noch. Gut, also die hat hier ziemlich Silvering, hier einen kleinen Blitzer. Da an der Seite, schauen wir mal hinten hin, aber es geht. Ja, es geht, geht voll klar eigentlich. Die anderen beiden sind Reprints, ne? Also mich schillern hier schon die Sternchen an, deswegen weiß ich das. Wir haben hier eine Exodia First auf Deutsch. Wenn die niemand ist, dann fresse ich einen Besen. Nein, ist sie nicht. Die ist natürlich total kaputt, ja klar. Allein die Englischen gehen ja, glaube ich, schon einiges. Ich habe ja 2 englische Exodias in First. Nochmal eine Exodia aus LOB, die sieht besser aus. Ding aus TLM und die beiden will ich mir noch anschauen. Cyberdose. Ah, die eine ist aus dem Reprint-Set hier. Und die andere, die ist aus dem Original-Set hier. Richtig geil, First. Die geht, glaube ich, auch, keine Ahnung, 12 Euro oder so. Richtig, richtig nice. Mega fette Sache. Auf jeden Fall richtig coole Sache. Die packe ich jetzt hier mal wieder rein. Mach den Ordner zu. Werde meinen Vater kurz verprügeln und den Staubsauger aus dem Fenster schmeißen. Und dann sehen wir uns zum zweiten Ordner. Tada! Da ist er, der Gute. Was ist das da oben? Ja, Eichen. Zusammen. Gut, weiter geht's. Ohne großartige Umschweife. Jetzt ist die Kamera verrückt, auch gut. So, wir haben Valkyrion Magnetkrieger als Playset aus WC4. Ist zwar nichts wert, aber eine relativ coole Sache. Auch die Spiegelwände sind nice. Dann geht's weiter mit Dark Magician of Chaos in Ultra Rare. Der ist aber nicht mehr nehmend. Ich sehe hier oben hat einen Knick. Die Hülle ist ziemlich dreckig. Und sie ist matt. Das heißt, hier kann man echt schlecht erkennen, wie es im Rest aussieht. Aber hier oben ist auf jeden Fall ein Knick drin. Dann haben wir Chaos Imperator Drachen. Wir haben... hole ich die raus? Hole ich sie nicht raus? TLM, holen wir den raus. Der ist nämlich nicht aus TLM, der ist aus Dark Revelation. Der ist exzellent, würde ich sagen. Der hat hier oben und hier hat er noch ein bisschen was. Und da... an den Ecken, also eine leichte Beschädigung, ansonsten echt nice. Beast Skull Dragon, der muss natürlich sein, Leute. Oh, mein Sammlerherz. Seht ihr das? Mein Sammlerherz. Oh Gott. Nein, wir stecken wieder zurück. Auf jeden Fall haben wir dann noch Injection Fairy Lilies, und zwar Playset-weise. Die schaue ich mir natürlich auch noch kurz an. Die sehen schon erheblich besser aus als der arme Beastgall Dragon, ja, der ist ja richtig im Eimer. Richtig geil. Alle unlimitiert, aber trotzdem sehr schön. Und die sehen halt auch vom Zustand her noch richtig gut aus. Ja, da lässt sich nicht meckern. Es geht weiter, locker flockig, mit Pistolendrachen in Ultra Rare. Die sind alle 3 unlimitiert, also als S-Auflagen. Ihr schaut euch mal diesen 12.000 Euro Binder an, den ich da gemacht habe, ja? Sammelkartencheck, 12.000 Euro Binder. Da sind in welchen First drin? Ich habe da ziemlich viele in First. Ich glaube 6 oder 7. Die gehen ja sowas von krass viel in First mittlerweile. Ich glaube 60 oder 70 Euro hätte ich ja nie gedacht. Nie. Einfach weil die Karte so leicht zu bekommen ist. Auch in First. Also es war nie ein Problem für mich, diese Karte in First zu bekommen. Bin aus allen Wolken gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, dann haben wir Fluch von Anubis. Bestie von Talwar. Ja, auch alles relativ nice. Der keltische Wächter. Super Rares LOB. Auch hier Suijin. Noch ein anderes Teil. Auch sehr schön. Dice Jar. Nein, nicht Dice Jar, meine Güte, Julian, aufwachen. Die Totenkopfwürfel, jetzt ja. Sehr schön faszinierender Kreis, finde ich mega cool. Auch die sieht. Nee. Die sieht nicht niemand aus. Die ist oben. Also die ist auf jeden Fall gut. Maximal. Die ist maximal gut.
7 Werkzeuge des Banditen Playset, auch schön. Der Rest ist wieder so ein bisschen random. Haben wir hier was krasses? Worfsplünderer. Herold von Schlag mich tot. Schauen wir den mal an. Herold des violetten Lichts aus End of Justice oder wie das hieß, das Set, glaube ich. Das ist eine schöne Ulti auf jeden Fall, richtig geil. Der Ulti-Effekt passt auch gut zu dem. Ist einer der schönsten Herolde, die ich kenne. Maske der Beschränkung auch geil. Die beiden schauen wir uns an. Die Toon Dragons, die sehen aber nicht mehr so gut aus. Also der ist auf jeden Fall Lightly Played. Und der ist, okay, der ist Niemand. Der ist Niemand. Ja. Einer Niemand, einer Lightly Played. Oder? Nicht, dass wir jetzt sehr doch Played. Auf jeden Fall. Ja, der Rest ist hier so ein bisschen Beiwerk. Auf jeden Fall. Hier Volantis finde ich halt richtig cool. Auch First oder hier ultimatives Insekt natürlich auch krass. Buster Blader. Und zwar aus dem Anniversary Pack. Sehr schön. Der geht auch ein paar Euro, 4 oder 5, glaube ich. Dann haben wir hier ein paar Judgment of Anubis in Secret. Oder ganz schön viele Kopien, teilweise der einzelnen Karten. Majestätischer Mech Oka aus Enemy of Justice. Ansonsten wieder schmückendes Beiwerk. Dann, was haben wir hier? Okay, hier die Wächter-Sphinxen aus Pharaonic Guardians. Sehr, sehr schön. Die hier schauen wir uns natürlich an. Die magischen Zylinder aus LON in Secret. Die sehen beide gut aus vom Zustand. Wirklich gut. Also lässt sich nicht meckern. Niemand, würde ich sagen. Okay, die Mais haben wir noch ein bisschen was aufgegeben. Klar, Dark Magic Attack by the First aus AST. Ist auch noch ganz cool. Nochmal einen magischen Zylinder will ich mir anschauen. Der ist jetzt nicht mehr ganz niemand. Der ist, boah. Ich würde sagen, holen wir doch mal raus. Ja, ich würde sagen, der ist exzellent. Definitiv. Dann haben wir hier noch eine schöne Ulti, eine richtig schöne Ulti, und zwar aus Soul of the Duelist, SOD. Der bewaffnete Drache, warum ist denn das hier immer hier unten offen? Auf jeden Fall bewaffnete Drache Level 5. Richtig geil, Ultimate Rare. Nicht First, aber richtig schön. Hat man ja auch, glaube ich, ein Playset im Ordner vom Ding mit drin, vom Michael. 1000-eugiges Opfer, PSV. Sieht auch gut aus. Und jetzt kommen wir zu was mich krass interessiert, nämlich die Impies. Die wusste ich auch, dass die dabei sind, in Secret, aus Invasion of Chaos. Das ist der erste. Der erste sieht schon mal nicht gut aus. Das erkennt ich doch so. Ja. Schaut euch das mal an. Der ist leider Gottes nicht mehr so prickelnd. Schade, Marmelade. Der zweite, bei dem sieht es ähnlich aus. Der ist hier oben angeditscht. Mann, Eike. Eike, Eike. Kannst du. Der da sieht aber ganz okay aus. Ja. Der ist okay. Der ist wirklich okay vom Zustand her. Der passt. Die anderen beiden bedauerlicherweise nicht so toll vom Zustand her. Das finde ich halt richtig sad. Aber ich glaube, mir hat für meine neuen Stück eh nur noch einer gefehlt. Dann haben wir noch zweimal den starken Wachposten. Ein Ultra Rare. Dann geht es hier drüben weiter. Mega Wandler natürlich geil. Hier Volantis. Nochmal in Ultimate Rare. Ja, auch cool. Sangarn Playset. Klar, warum nicht? Kaiserliche Befehle, die gehen auch einiges. 4-5 Euro, glaube ich, gehen die das Stück in Unlimitiert. Richtig nice. Die sehen auch alle nie mit aus, hier so auf den ersten Blick. Dann, was kommt als nächstes? Ein bisschen Beiwerk, sage ich mal so. Ja, hier die Elfenzwillinge natürlich in Secret Rare. Die sind natürlich schon. Das sehe ich gar nicht. Sind die wirklich Secret? Ja, doch, die sind Secret. Die sind natürlich schon was wert, klar. Die waren ja damals, als sie rauskamen, wollte jeder haben. Ne? Das waren ja so das stärkste 4-Sterne-Monster. Und ja, also, die gehen vom Zustand auf jeden Fall voll klar. Richtig nice. Dann, oh, Harpien Flederwisch. Die will ich mir anschauen, Leute. Da muss ich Cookie machen. Weil die sind nämlich meistens auch kaputt in Sammlungen. Ne, der sieht ganz gut aus. Der
Der sieht auch ganz okay aus. Okay, die sind eigentlich alle drei sind hier richtig okay. Ja. Ja, die sind richtig drei, alle drei richtig geil. Dann ein paar Pullis aus LOB. Ja, eine Trap Hole aus der Hobby League in Ultra. Sehr schön Invader of Darkness, ein Playset aus Invasion of Chaos. Das war die andere Secret Rare neben dem Chaos Imperator Drachen. Wie geht's weiter? Cyber End Drache. Hier oben Ultra Rare. Aus dem Originalset First. Richtig geil. Auch die Skilled Dark Magicians aus MFC. Richtig schön. Fiend Skull Dragon. Horn des Himmels, also hier sind wieder ein paar coolere Sachen dabei, allerdings holen wir hier jetzt mal nicht raus. Hier ist jetzt, glaube ich, nichts, was den Geldbeutel sprengt, sage ich mal. Luster Dragons sieht man auch sehr selten in Sammlungen. Guildford kann kein Mensch mehr sehen. Katzenhaare gibt es gratis mitgeliefert. Zwei Elementarheld Phoenix Enforcer, sehr schön. Auch Rampant Blaster gefällt mir sehr gut aus LON Dark Necrofair. Also hier sind wirklich Sachen drin. Die sind halt richtig geil, ja. Hier die Enforcer will ich mir schnell anschauen. Also die sehen auch wieder absolut gut aus vom Zustand her. Elementarhelden, also diese Elementarhelden-Fusion, wenn man die in Sammlungen kriegt, da ist ja meistens auch alles zu spät, ja. So vom Zustand her. Zweimal Fiberjar, sehr, sehr schön. Oben Mirage Knight. Hier nochmal diesen Pharao, Geist des Pharaos, die finde ich richtig geil, die Karte. Die finde ich richtig geil. Auch hier Dark Ruler Hades, antimagischer Duft, den will ich mir mal schnell anschauen. Nee, die ist played. Aber sonst richtig geil eigentlich. Auch die mystischen Elfen sehen von hier aus recht gut aus. Alles recht solide. Kuribo, First. First. Wie bist du vom Zustand her? Du bist gut. Du bist gut. Sehr gut. Sehr guter Zustand auf jeden Fall. Kaisergleiter. Wasserchor in Prismatic Secret sieht auch mega, mega geil aus. Die hier sind jetzt nicht aus dem Tournament Pack. Nein, die sind aus TFK. Also die Spielepromos quasi. Der hier unten ist auch nochmal First. Der ist aber nicht mehr so gut vom Zustand her. Nee. Dann nochmal eine LOB Exodia. Halleluja! Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also, die Teile, ja, okay. Schauen wir uns mal die Köpfe an. Die Köpfe will ich nochmal kurz gedingsen. Also, oh, ist das schwer, um die Kamera rumzugreifen. Ich will da nicht alles verwackeln. Sieht auch vom Zustand her wieder richtig geil aus. Also Exodia kann jetzt auch drin baden gehen mittlerweile. Das ist auch von den Originalsets. Ja. Also ich habe tatsächlich mehr vom Originalset als vom Reprint. Das ist schon hart. Ja, hier wieder das Ende von Anubis Secret Rare. Oh, jetzt haben wir sie hier tatsächlich aus dem Originalset. Die Diffusion Wave Motion aus Magician's Force. Das ist im Allgemeinen. Hier ist auch Magician's Force, Invasion of Chaos. Also das ist schon so ein bisschen sortiert. Ne? Das sieht auf jeden Fall mega geil aus. Also es ist... das hat was. Die sind auch alle First, die in, na, wobei man sagen muss, Ende von Anubis in First ist tatsächlich relativ einfach zu bekommen. Ja, muss man schon sagen. Dann Marshmallows. Rückstoßdrache, auch First. Auch nice. Alle drei First sogar. Sehr schön. Biesen auch First, auch beide First. Gear Golem, The Moving Fortress. Richtig nice. Bayreuth's Machine King kann auch keiner mehr sehen. Das ist auch wieder echt nice. Das muss man schon sagen. Schlaglinie, wie gesagt, sehr schön. Ufo-Roids sind auch ganz cool. Was haben wir hier noch? Okay, Goblin-Angriffstruppen sind hier vielleicht noch erwähnenswert. Auch Orca die Mega-Festung. Ansonsten hier auch wieder so ein bisschen random. Ah, hier haben wir auch noch was Cooles. Das ist ein Super Rare aus dem Movie-Pack, der Blue Eyes. Der ging mal 8 Euro. Was da jetzt geht, weiß ich nicht mehr. Oder nicht. Was heißt nicht mehr? Ich habe nicht nachgesehen. Denn Harmon, okay, Harmon ist natürlich noch krass. Und natürlich die Cyberdrachen in Secret Rare. Ja, der geht vom Zustand. Also, er ist nicht mehr Nirmint, aber er geht. Dann haben wir hier auch ein First, richtig cool. Nicht Serra der Mant. Wie beim letzten Mal, nein. Mazera de Ville in dem Fall, hier auf Englisch.
Devil May Cry auf Deutsch. First, richtig nice. Auch der Zustand sieht gut aus. Cyberdrachen sehen auch gut aus vom Zustand. Und auf der letzten Seite haben wir noch was Cooles. Elementar hält Blade Edge in Ultimate Rare. Sehr schön. Richtig cool. Ansonsten ein paar LOB Trap Holes. Eins ist sogar First, sehe ich gerade. Das sind First, wollen wir uns auch noch schnell anschauen. Sieht aber auch ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir sind durch. Wir sind durch, Leute. Das war die Sammlung, die ich rangeholt habe. Diese beiden Binder. Binder, tut mir leid. Ihr könnt ja mal schreiben, was vermutet ihr, was es denn kostet. Ich werde es dann irgendwie mal in Form eines Community-Beitrags schreiben. Ich werde das mal durchrechnen, die Zustände genau überprüfen. Geht mal einfach davon aus, dass das meiste niemand ist. Also, richtig geil. Richtig geil. Das war's von mir. Das war die Sendung. Danke an dich, lieber Eike. Ich freue mich schon darauf, das Ganze jetzt umzusortieren und habe auf jeden Fall eine Menge Arbeit damit. Das Video geht allerdings vor, damit das spätestens Sonntag kommt. Heute ist Samstag. Und ja, wir sehen uns dann zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.